Vielleicht wird sie bei den Weltmeisterschaften in Nagano Mitte März dann doch wieder an den Start gehen, denn Andrea Diewald, die deutsche Vizemeisterin, schied ja bei den Europameisterschaften schon nach der Qualifikation aus. Er war bei den Europameisterschaften vorzüglich, gewann den Europameistertitel und zeigt Ihnen jetzt sein Kurzprogramm mit dem Obertitel Winter. Alexei Jagodin. Der Künstler auf dem Eis.